Ihr seht eine Videoserie zu Exponaten aus der Klimaarena Sinsheim. Anna und Nina nehmen euch also mit auf eine Entdeckungsreise. Anna ist 18 Jahre jung und beschäftigt sich mit kreativen Lifestyle-Videos auf TikTok. Nina ist etwas älter, sehr erfahren und doch jung geblieben. Die Ernährungswissenschaftlerin und Museumspädagogin aus Leingarten leitet das 17-köpfige Besucherteam in der Klimaarena. Euch allen viel Spaß mit ihren Botschaften. Habt ihr denn bei dem Bau von der Klimaarena darauf geachtet, dass es nachhaltig gebaut wurde und dass es klimaneutral zum Beispiel ist? Also es ist auf jeden Fall ein nachhaltig gebautes Gebäude und wir sind ein Energie-Plus-Haus. Das heißt, wir produzieren selber mehr Energie, als wir selber verbrauchen. Und dazu haben wir einmal, hier schau mal, unsere Photovoltaik-Module an der Wand. Wir haben aber auch Photovoltaik auf dem Dach von der Klimaarena und auf dem Dach von der Parkgarage. Und schau, das hier ist auch ein Blick in die Zukunft. In großen Städten brauchen wir Platz für Grün. Die Menschen brauchen das für das Auge, aber es ist zu wenig Platz, um in der Ebene Grün anzupflanzen. Deshalb wird immer mehr Grün in die Höhe gebaut. Die Menschen brauchen das Grün für das Auge. Es dient als auch als Feinstaubfilter und es bringt auch Verdunstungskühle, was ja jetzt gerade in diesen heißen Sommern total wichtig ist. Und das haben wir hier bei der Klimaarena umgesetzt.